So, herzlich willkommen. Es ist Punkt 11 Uhr. Ich begrüße herzlich zu unserem LinkedIn Live, unserem Webinar zum Thema KI im Fokus von Markt und Marketing. Wir präsentieren Ergebnisse unserer Kundenbefragung. Ich hole gleich unsere Speaker dazu. Das sind der Oliver und der Tim. Die stellen sich gleich selber vor. Kurz zu mir, mein Name ist Franziska Hase, ich bin Marketingmanagerin bei DIVA-E und darf durch das heutige Webinar führen. Klicke die Slides im Hintergrund und komme wieder zum Vorschein, wenn sich das Webinar dem Ende naht und wir versuchen noch Fragen zu beantworten ganz zum Ende. Und damit begrüße ich unsere Experten Oliver und Tim und gebe ab an euch. Vielen Dank, Franzi. Ja, herzlich willkommen auch von uns beiden zu dem Webinar. Wie Franzi schon gesagt hat, wir haben ein volles Programm für die nächsten 30 Minuten und starten gleich mit einer kurzen Vorstellung. Dann beleuchten wir die Ergebnisse unserer Kundenbefragung und entzaubern dann noch einige der häufigsten Mythen zum Thema KI, bevor wir uns dann schlussendlich Ihren Fragen widmen. Tim, jetzt darfst du dich kurz vorstellen. Gut, vielen lieben Dank, Oliver, und ein Hallo in die Runde. Tim Potocki, mein Name. Ich bin Teamlead und Senior Content Consultant seit 2018. Bei der DIVA-E vorher viele Jahre journalistische Erfahrung und ein paar Jahre Online-Marketing. Ich leite zudem die CC-interne Taskforce KI und setze mich innerhalb der seit Herbst 2022 intensiv mit dem Thema auseinander und arbeite mit wachsender Begeisterung unter unserem Head of CC Content, Oliver Ibelshäuser. Und das spüre ich jeden Tag. Danke. Mein Name ist Oliver Ibelshäuser, wie Tim gesagt hat. Ich bin Head of Content und mit jetzt nunmehr mehr als 15 Jahren Agenturerfahrung bei DIVA-E und der Vorgängeragentur, der One Advertising, sowas wie ein Agentur Dino. Das war ursprünglich gar nicht abzusehen. Ich habe Soziologie studiert, habe es auch fertig gemacht, bin Diplom-Soziologe, habe aber viele Jahre bei Printmagazinen als Redakteur gearbeitet, relativ spät den Schwenk ins Online-Marketing gefunden. Das aber ist meine absolute Heimat und fühle mich da extrem wohl. Bei DIVA-E im Content bin ich zuständig für Strategie, für Campaign Building, ja, und auch stark in Pitches involviert. Und natürlich bin ich auch Teil der von Tim geleiteten KI Taskforce, wie wir es nennen, ja. Lassen Sie mich jetzt noch ein paar Worte zum Unternehmen DIVA-E sagen. DIVA-E ist eine der deutschlandweit führenden Digitalagenturen mit mehr als 900 Mitarbeitenden an 8 Standorten allein in Deutschland. Wir beide, Tim und ich, sind in München beheimatet, wo auch das größte Office ist. Dazu kommen internationale Standorte in Bulgarien, den USA und Ghana. DIVA-E ist ein End-to-End-Lösungsanbieter, der die gesamte Wertschöpfungskette unserer Kunden abdeckt. Und das sind meist Großkunden aus den Bereichen Finance, Retail, Manufacturing, Automotive. Wir verfügen über alle wichtigen ISO-Zertifizierungen, um die von großen Unternehmen gewünschte Compliance in der Zusammenarbeit sicherzustellen. Ja, End-to-End-Digitalisierung hatte ich ja bereits angesprochen. Dazu zählen Strategieberatung inklusive Reifegradanalyse, Data Intelligence inklusive Plattformberatung und Plattformimplementierung natürlich. Und last but not least das weite Feld des Performance-Marketing mit den Bausteinen SEO, Paid, UX, UI und selbstverständlich Content Marketing. Ja. Und da kommen wir ins Spiel. Tim und ich leiten ein Team aus mehr als 30 Redakteuren und Content-Experten, die die gesamte Klaviatur des Content Marketing bespielen. Also dazu gehören Content-Beratung, Content-Analyse, beispielsweise Content-Audits, Content-Erstellung, selbstverständlich in Text, Bild, auch Bewegtbild, Video gehört dazu. Social Media ist bei uns aktuell eine ganz wichtige Ausbaustufe, genauso wie internationaler Content und auch die Einpflege der Inhalte in das CMS unserer Kunden gehört dazu. Zwei der Leistungsbausteine haben wir hier links oben für Sie gehighlightet, weil sie von besonderer Bedeutung sind. Zum einen ist das High-Performance-Content und KI-Content. Was ist High-Performance-Content? Der zeichnet sich dadurch aus, dass er im Spannungsverhältnis zwischen Marke, also wo steht die Marke, welche Interaktionskanäle bietet sie an, für welche Themen wird die Marke wahrgenommen, im Spannungsverhältnis zwischen Marke, Zielgruppe, was braucht die Zielgruppe an Inhalten, um mit der Marke zu interagieren, idealerweise zu konvertieren, und im Spannungsverhältnis zwischen Marke, Zielgruppe und der Google-Erwartung die perfekte Balance findet. Und wenn wir das hinbekommen, das ist unser Anspruch, werden wir belohnt, nicht nur mit tollen Google-
Google Rankings, sondern mit einer besonders großen überdurchschnittlichen Interaktionsrate. Wir schreiben Content, der User begeistert. Das ist unser Anspruch. Und das Ganze wollen wir auch auf den Bereich KI ausrollen. Und das ist momentan unsere Hausaufgabe, genau diesen hohen Content-Anspruch mit dem, was KI uns an Leistungen anbietet, zu vereinen. Und KI-basierender Content ist einer der größten Wachstumsbereiche innerhalb unseres Leistungsportfolios. Lassen Sie uns nun deswegen auch über KI und deren Marktakzeptanz sprechen. In den vergangenen 12 Monaten wurden wir von zahlreichen Kunden aller Branche auf den möglichen Einsatz von KI in der Content-Produktion angesprochen. Ja, das Interesse ist sehr, sehr groß, das Background-Wissen und die Praxiserfahrung aber noch relativ heterogen. Ja, deswegen wollten wir es genau wissen und haben 30 unserer wichtigsten Kunden befragt, darunter Konzerne, aber auch Mittelständler, vornehmlich aus dem B2B-Bereich unterschiedlicher Branchen. Das war eine Online-Umfrage, die wir gestartet haben zwischen Dezember und Januar mit rund 20 Fragen, meist im Multiple-Choice-Modus. Ja. Erfreulich. Von den 30 angeschriebenen Unternehmen haben uns 25 qualifiziertes Feedback gegeben und genau darauf wollen wir jetzt einen Blick werfen. Ja. Das vielleicht wichtigste Ergebnis vorweg, also 86%, das sind fast 9 von 10 Teilnehmern, nutzen schon jetzt KI im beruflichen Umfeld, teils in Testszenarien, teils aber auch systematisch. Ja. Das Interesse an KI ist enorm, die Neugier auch. Aber welche Tools stehen denn ganz oben auf der Hitliste unserer Kunden, Tim? Ja, gehen wir gleich in Medias Res und gucken uns die ersten Ergebnisse an. Und da wollten wir zunächst einmal wissen, wo denn die Erfahrungswerte unserer Kunden bis heute sind. Wenig überraschend steht der natürlich ChatGPT ganz vorne. 24 von 25 Antworten haben gesagt, wir nutzen ChatGPT. Da profitiert OpenAI natürlich ein bisschen von dem Pionierstatus, den sie sich erarbeitet haben, obwohl ja Google schon viele, viele Jahre sehr, sehr viel Geld in das Thema KI investiert, konnte trotzdem OpenAI mit der Veröffentlichung von ChatGPT 3.5 dem großen Google ein bisschen da die Show stehlen und schafft das ja ehrlich gesagt bis heute auch noch. Ne? Wir erinnern uns vor knapp 2 Wochen die Vorstellung von ChatGPT 4.0. Auch damit ist die Aufmerksamkeit bei OpenAI geblieben und die nachfolgende Gemini-Neuerungen sind ein bisschen untergegangen. Also da profitiert OpenAI noch sehr, sehr stark von. Auf zweiter Position damit DeepL ein spezialisiertes Tool für eine ganz klar fokussierte Anwendung, nämlich Textübersetzung. Ja weit mehr als im Englischen inzwischen schon. Und das basiert natürlich hauptsächlich darum, weil es tatsächlich Business-Tasks sind, die tagtäglich gefordert werden. Und danach dann erst Bard Gemini und die bekannteren Bildgenerierungstools, die, ich sage es jetzt mal, Nischeninstrumente, sowas wie Claude, ja seit kurzem in Europa auch verfügbar, oder auch das europäisch-französische Mistral, laufen da noch ein bisschen unter dem Radar. Die haben natürlich auch für den Laien, und dafür würde ich jetzt mal sicherlich 90-95% der derzeitigen KI-Nutzer zählen, keinen sichtbaren USP, kein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Die Interfaces sehen ähnlich aus, die Nutzung ist gleich, die Ergebnisse sind so ähnlich, dass viele Leute da natürlich erstmal jetzt bei dem bleiben, was sie kennengelernt haben und kein so ein Stück weit MeToo-Produkt nutzen. Ja, danke, Tim. Wo und wie wird KI bereits heute im beruflichen Umfeld eingesetzt, haben wir gefragt. Und das Ergebnis, 3/4 der Befragten nutzen AI-Tools zur Informationsbeschaffung und Recherche. Das ist jetzt auf den ersten Blick ein sehr hoher Wert. Wenn wir davon ausgehen, dass die Ergebnisse jetzt nicht immer faktengetreu sind, ein sehr hoher Wert, den wir damit erklären, dass es nicht nur um Recherchen im strengeren Sinne geht, sondern auch um Quality-Checks der KI-Tools selbst. Also viele Test-Prompts werden eingegeben, um einfach mal zu gucken, wie gut und wie zuverlässig kann denn die KI bestimmte Informationen überhaupt herleiten. Und dann macht es Sinn, dass Recherche, Informationsbeschaffung hier ganz weit oben steht. Ja. Texterstellung auf Platz 2 ist demgegenüber keine Überraschung. Das ist die Paradedisziplin von ChatGPT und Co., ja, die vor allem
darin ihre Vorteile ausspielen, nach einem gewissen Wahrscheinlichkeitsprinzip Texte zusammenzustellen und damit Informationen zu transportieren. Erst danach kommen andere Leistungsbausteine, wie beispielsweise Übersetzung. Der Tim hat gerade DeepL angesprochen, aber wenn wir ganz nach unten schauen, erstaunlich, dass nur etwas mehr als 10% der Befragten derzeit KI-Tools für analytische Aufgaben einsetzen, was vermutlich auch mit der noch geringen Faktentreue zusammenhängt. Und da sehen wir definitiv in den nächsten Wochen und Monaten, wenn der Reifegrad der KI-Tools zunimmt, noch großes Steigerungspotenzial. Genau, und dann haben wir gefragt, wie denn die Planungen zum Jahresanfang für das Jahr 2024 aussehen, in welchem Ausmaß wird KI oder die KI-Nutzung geplant in den kommenden Monaten. Das schöne Ergebnis und für uns bestätigende Ergebnis war, dass keiner der Teilnehmer gesagt hat, wir beschäftigen uns mit dem Thema überhaupt nicht, sondern 100% benutzen KI in irgendeiner Art und Weise. Aber natürlich ist die Intensität unterschiedlich, und zwar gut die Hälfte der Teilnehmer, etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer, hat gesagt, in Pilotprojekten und Testszenarien setzen wir die Instrumente derzeit ein. Ein gutes Drittel hat gesagt, wir sind schon wirklich dabei, das umfänglich und systematisch zu nutzen, und nur 3, also 10% der Antworter sagt, dass sie nicht wissen, wie die Planung derzeit ist. Aber trotzdem, die wichtige Erkenntnis ist, niemand sagt, dass KI überhaupt nicht genutzt wird. Also das Interesse und die Anfänge sind überall vorhanden. Ja, danke, Tim. Wenn wir jetzt wissen, wie KI-Tools aktuell eingesetzt werden und welche Nutzung vielleicht auch geplant ist, ist die nächste Frage folgerichtig, wie zufrieden aktuell die Nutzer mit den Ergebnissen sind oder auch mit der Bedienung, dem Frontend, dem User-Interface. Wir haben in unserer Fragestellung nicht zwischen diesen Aspekten unterschieden. Unterscheiden können wir aber zwischen guten und weniger guten Benotungen und stellen fest, dass die aktuellen Erfahrungen tendenziell positiv sind. Also im Schnitt vergeben unsere Antworten auf die Befragung eine Note 3+ für die Gesamterfahrung, und wir sehen, dass es an den Rändern überhaupt praktisch gar keine Benotung gibt. Also eine 1 fällt weg, eine 6 fällt weg. Es ist ein vorsichtig zufriedenes Ergebnis, was overall unsere Beteiligten uns mitgegeben haben. Und auch da sehen wir noch ein bisschen Potenzial nach oben. Genau. Bei den Erwartungen und Hoffnungen obwiegt die Erwartung, dass Tasks oder Unternehmenstasks effizienter abgearbeitet werden können. Ich glaube, das ist ein Versprechen, das KI auch heute schon zu einem Großteil hält. Gerade in dem konzeptionellen Arbeit sind die Tools ja wirklich inzwischen schon sehr, sehr stark. Ob es jetzt darum geht, mehr Aufgaben in der gleichen Zeit zu erledigen oder halt bestehende Aufgaben schneller, ist ja jetzt erst einmal grob wie gesprungen. Ich glaube, das ist auch der erste Ansatz, mit dem die meisten Nutzer an die Systeme herantreten. Aber auch interessant, sehr viele oder knapp die Hälfte der Teilnehmenden arbeiten auch schon konkret an Angeboten und Services, die mit Hilfe von KI umgesetzt werden sollen. Also quasi auch ein Stück weit schon irgendwo eine Marktreadiness haben. Ich denke mal, ohne dass wir das jetzt explizit nochmal nachgefragt haben, vielfach wird da in so Richtung Chatbots auf Webseiten, das kennen wir ja inzwischen auf sehr, sehr vielen Seiten. Das ist sicherlich so ein Use Case oder ein Angebot oder ein Service, den man relativ gut und schnell auch mit den derzeitigen Systemen schon umsetzen kann. Ja, danke, Tim. Ja, den Erwartungen und Hoffnungen stehen natürlich auch Risiken und Barrieren entgegen einfach. Und wir haben explizit danach gefragt, welche Risiken sehen Sie im Einsatz von KI im beruflichen Umfeld? Und wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, und die Note 3 macht es eigentlich auch deutlich, dass es keine Euphorie rund um KI-Anwendungen gibt. Und der Grund ist ganz einfach die fehlende Faktentreue, die von fast 85% aller Teilnehmenden moniert wurde. Gerade wenn es um nachprüfbare Informationen geht, neigt die KI zu Halluzinationen einfach. Darüber können wir später auch nochmal mit Beispielen sprechen. Knapp über 50% der Teilnehmenden finden die Textqualität eher schlecht, und man merkt deutliche Unterschiede zu menschlich erstellten Texten. Und mehr als die Hälfte der Befragten sorgt sich um Datenschutz oder auch Rechtssicherheit bei der Vermarktung KI-generierter Inhalte.
Während die Komplexität oder auch der Zugang zu KI-Systemen keine große Barrieren darstellen und offensichtlich es sehr einfach ist, für die Befragten KI-Tools zu nutzen, wenn auch die Ergebnisse nicht immer zufriedenstellend sind. Genau, und zur Faktentreue hatte ich ja noch ein Beispiel. Ich habe mal für einen Kunden, ein großes Schweizer Einzelhandelsunternehmen, die KI gebeten, mir für die Unternehmenswebsite einen Abriss der Unternehmensgeschichte zu produzieren und habe das die KI dreimal machen lassen und habe natürlich drei völlig unterschiedliche Ergebnisse bekommen mit drei unterschiedlichen Gründungsjahren, drei unterschiedlichen Gründern, drei unterschiedlichen Orten. Und die Problematik dabei besteht halt häufig, jeder dieser Texte klang plausibel, hat sich gut gelesen. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass es nicht zuverlässig ist, hätte man das einfach so hernehmen können und sagen, guck mal, lieber Kunde, habe ich toll gemacht. Und der wäre logischerweise entsetzt gewesen, weil wenig davon stimmt. Deswegen auch wenig überraschend, dass natürlich bei den geforderten Problemlösungen die Faktentreue im Fokus steht. Ja? Also fast alle Teilnehmer haben oder alle Teilnehmer haben gesagt, die Faktentreue ist ihnen wichtig oder eher wichtig. Ist, denke ich, auch nachvollziehbar. Kein Unternehmen kann es sich leisten, Falschinformationen auf der Webseite stehen zu haben. Deswegen liegt hier natürlich ein ganz starkes Augenmerk drauf. Zusätzlich die redaktionelle Qualität. Auch hier sollte es idealerweise keine Abstriche geben. Der Nutzer soll zielführend und plausibel und innerhalb der Unternehmenskommunikation, dem Wording, der Tonalität angesprochen werden. Und logischerweise auch die Rechtssicherheit ist den meisten sehr, sehr wichtig, weil natürlich eine mögliche Abmahnfähigkeit oder so etwas eine No-Go ist für, ich sage es einfach mal, 99% aller Unternehmen. Es mag da jemanden geben, der das nicht so wichtig ist, aber die meisten wollen es natürlich nicht. Wohingegen die Geschwindigkeit oder auch die Skalierbarkeit und für uns ein bisschen überraschend die Zielgruppentreue jetzt nicht oberste Priorität beim KI-Content für die Teilnehmer haben. Und die Kosten vor allen Dingen sind nicht oder war den Teilnehmern nicht der entscheidende Faktor, wenn es darum geht, Content-Inhalte von KI produzieren zu lassen. Ganz genau, Tim. Und das haben wir explizit mit einer eigenen Frage nochmal erhoben. Und die Headline-Qualität schlägt Preis. Hat uns sehr gefreut. Das ist ein Ergebnis einfach, das wir erwartet und uns auch gewünscht haben. Also auf die Frage, wenn Sie beim Content-Einkauf zwischen hoher inhaltlicher Qualität oder möglichst niedrigen Produktionskosten wählen müssten, wo läge Ihre Präferenz, sagen praktisch alle Teilnehmer in der Tendenz, gucken Sie bitte jetzt gerade auf die Balken im linken Bereich, dass Qualität wichtiger ist als ein Effizienzgewinn, schnellere Produktion oder explizit auch deutlich geringere Produktionskosten. Und das ist auch ein Faktum, den wir jetzt schon im Alltag und auch im Dialog mit unseren Kunden erleben, die Erwartungshaltung Gott sei Dank nicht mitbringen, dass wir durch einen Prompt den perfekten Text schreiben und dass eine Nachbearbeitung nicht mehr nötig wäre. Also ganz im Gegenteil, wir erleben, dass Kunden zum Teil auch selber Texte schreiben, intern KI-basierende Texte und uns dann explizit bitten, einfach diese Texte zu veredeln, also mit SEO-Faktoren, mit Keywords zu garnieren, anzureichern, aber auch stilistisch umzubearbeiten, damit sie einfach lebendiger klingen und auch näher an der Zielgruppe ausgerichtet sind. Und das sind die Key Findings, die wir für uns mitnehmen aus der Umfrage. KI ist definitiv im Markt angekommen. Ich denke, das ist unbestritten inzwischen. Der Bedarf an Consulting und an lösungsorientierte Herangehensweise ist aber sehr groß. Nicht jeder da draußen weiß genau, wie die Systeme funktionieren, wie sie eingesetzt werden können und benötigt dabei Unterstützung, die wir selbstverständlich gerne geben. Es sind aber praktische Lösungen gefragt. Also kein theoretischer Überbau großartig, sondern wir müssen schon ran an den Fall und an den Kunden und gucken, wo tatsächlich können wir KI bei dir lösungsorientiert, lösungsausgerichtet einsetzen, ohne dass darunter die Qualität leidet, weil auch das ist ein ganz klares Erkenntnis. KI ja gerne, aber bitte ohne Qualitätseinbußen. Ja.
Lass uns jetzt noch mal ein paar typische Mythen und Fakten sprechen zum Thema KI. Dinge, die immer wieder aufpoppen und wie wir aktuell im Kundendialog darauf reagieren und welche Perspektiven wir sehen. Und anfangen möchte ich mit einer der häufigsten Fragen insgesamt. Ich war im März auf einer Konferenz und im Anschluss an die Veranstaltung kam ich ins Gespräch mit einer Mitarbeiterin aus einem Pharmaunternehmen. Und die hat mir gesagt, dass sie beruflich gar keine KI einsetzt, obwohl sie die Möglichkeiten in Effizienzgewinn durchaus verlockend empfindet. Und zwar, weil sie beim Datenschutz so viel Defizite sieht. Einfach, was passiert mit meinen Trainingsdaten? Für was werden die missbraucht? Mir fehlt jegliche Kontrolle. Und da war ich insgesamt etwas überrascht, Tim. Und da solche Fragen aber immer wieder aufkommen, was wären die klassischen Antworten? Ist diese große Angst, der Komplettverzicht auf KI aufgrund der Datenschutzlücken gerechtfertigt? Nein, definitiv nicht. Natürlich gibt es verschiedene Lösungsansätze, um damit umzugehen. Datenschutz ist ein wichtiges Thema. Und tatsächlich sind wir da oder die Anbieter und der Gesetzgeber schon relativ weit. Einerseits gibt es logischerweise die Möglichkeit, sämtlichen Input erstmal um sensible Daten zu bereinigen. Ist natürlich relativ aufwendig und vor allen Dingen, wenn viele Mitarbeiter entsprechende Tools nutzen, fällt da, glaube ich, auch eine Kontrolle entsprechend schwer. Trotzdem ist immer wieder ein Tipp, logischerweise KI-Richtlinien im Unternehmen zu implementieren, die so etwas klar definieren und vorgeben, Verantwortlichkeiten zu schaffen. Und dann ist es aber ein bisschen auch gut Glück hoffen, dass niemand das tut. Ist, glaube ich, jetzt nicht so die beste Lösung. In den Bezahlaccounts, ich konzentriere mich jetzt hier auf ChatGPT, weil das natürlich das am meisten genutzte Tool ist hier, der Plus, das gilt aber für die Enterprise-Version selbstverständlich und den Team-Accounts genauso, können inzwischen das Input vom KI-Training ausgeschlossen werden. Da gibt es in den Optionen eine Funktion, in der man ein Häkchen setzt, dann sagt OpenAI, wir nutzen das nicht dafür. Da ist dann auch dem Datenschutz weitgehend Genüge getan. Und als drittes Modell gibt es natürlich noch die Möglichkeit, ein eigenes Large Language Modell, also quasi die technische Grundlage für KI-Systeme, herunterzuladen. Da steht vor allen Dingen das Meta-Llama im Mittelpunkt, also von Facebook quasi, das große KI-Modell, das man dann auf eigenen Servern laufen lassen kann und darauf dann in Anführungsstrichen seine eigene KI in seiner eigenen Welt nutzen kann. Wird allerdings zumeist damit erkauft, dass es halt nicht die neuesten und nicht die Modelle mit den höchsten Funktionsumfang sind. Und dann ist es immer ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Trotzdem ist das natürlich die sicherste Möglichkeit, Datenschutz zu gewährleisten, weil den eigenen Server hat man dann selbst unter Kontrolle und da geht dann auch nichts nach draußen. Genau. Ja. Ja, nee, danke, Tim, einfach. Also der nächste große Punkt ist das Thema Urheberrecht. Wenn wir den Datenschutz jetzt einigermaßen sichergestellt haben, wir haben zum Beispiel persönliche Daten anonymisiert bei der Prompteingabe, was ist mit dem Output? Und die Fragen kommen ja immer wieder. Inwieweit ist der Output kennzeichnungspflichtig? Inwieweit könnte ich abgemahnt werden? Inwieweit merken auch meine Kunden, die Nutzer meiner Inhalte, dass die Inhalte möglicherweise KI generiert sind und damit als lieblos gelten? Wie gehen wir damit um? Tatsächlich kann es nicht zu 100% ausgeschlossen werden, dass KI-Output Urheberrechte oder auch Markenrechte verletzt. Die Anbieter machen es sich ein bisschen einfach und geben die Verantwortung dafür dem Nutzer. Also jeder Anwender ist dafür verantwortlich, wie er das System nutzt und das, was er aus dem System herauszieht. Das heißt, wenn da eine Rechtsverletzung stattfinden würde, wäre das Unternehmen oder im Einzelfall der einzelne Anwender dafür verantwortlich. Deswegen ist ein dringender Rat, den auch Fachjuristen immer wieder hervorbringen, einen professionellen Plagiatscheck einzuführen, der sicherstellen soll, dass eben keine Urheberrechts- oder Markenrechtsverletzungen stattfinden. Generell sollte kein KI-Inhalt ohne menschliche Verantwortung, Kontrolle veröffentlicht werden. Alles muss geprüft werden. Und die Inhalte sollten idealerweise auch nur Ausgangsbasis für eine weitere professionelle redaktionelle Bearbeitung sein und nicht eins zu eins einfach übernommen werden. Das ist die perfekte Überleitung.
Tim, zur nächsten Slide, weil es nämlich um das Thema Faktentreue geht. Und das ist, glaube ich, nach wie vor einer der größten Stolpersteine. Ja? Also gerade wenn man davon ausgeht, dass KI die Möglichkeit gibt, die Effizienz deutlich zu steigern, steht die Faktentreue hier als größtes Hindernis. Ja? Wir haben jetzt als Zitat, was uns häufig auch zugespielt wird, häufig sind Inhalte frei erfunden. In einem Text zur Zeitumstellung im Frühjahr stimmte nicht einmal das Datum. Tim, du hast gerade das Beispiel von der Schweiz angesprochen. Ich kann noch eins hinzufügen. Wer mich kennt, weiß, dass ich großer Fußballfan bin von Borussia Mönchengladbach und ich habe die drei großen Tools, nämlich ChatGPT, Gemini und Claude, gebeten, mir eine ganz kurze Saisonbilanz zu verfassen zu Borussia Mönchengladbach. Und also was da an Blüten getrieben wurde, war schier unglaublich. Also da wurde geschwärmt von den großen Siegen gegen die Bayern oder auch gegen Leverkusen. Schön wäre es gewesen. Also tatsächlich ist es so, dass die Fakten, die Informationen, Fakten wahnsinnig frei erfunden waren. Und man sagen muss, Gemini hat mir da noch am besten gefallen, weil es zumindest optisch auf die Halluzinationen hingewiesen hat. Aber letztendlich lässt sich das nicht vermeiden, dass Dinge erfunden werden. Tim, wie gehen wir damit um als professionelle Redaktion? Genau das aufsetzen, was ich vorher gesagt habe. Alle Fakten in KI-Texten müssen überprüft werden. Besonders gefährlich wird es tatsächlich dann, wenn fachfremd getextet wird, was aber logischerweise dann häufig verwendeter Use Case ist, weil welchen Vorteil hat denn KI? Ja? Es verspricht ja, du musst dich mit dem Thema nicht beschäftigen, weil das tue ich für dich. Und um beim Fußball zu bleiben, ich bin Fan, leitgeprüft des FC Schalke 04, bitte keine Häme. Die KI-Systeme können mir relativ wenig über Schalke 04 erzählen, aber über den HSV oder den VfB Stuttgart oder Borussia Mönchengladbach können mir die Systeme Gott weiß was erzählen. Ich müsste es überprüfen, weil ich es schlicht nicht weiß. Also wann immer es fachfremd wird, ist besondere Aufmerksamkeit oder besondere Sorgsamkeitspflicht erforderlich. Und als genereller Tipp die kostenpflichtigeren, größeren Modelle. ChatGPT 4, 4.0, Gemini Advanced, die großen Modelle von Claude und Mistral sind den freien Editoren zu bevorzugen gegenüber, weil sie zwar nicht Halluzinationen komplett ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit verringern und die Faktentreue höher ist als bei den freien Modellen. Absolut. Dem kann ich nichts hinzufügen. Das finde ich noch relativ wichtig, weil das uns sehr häufig zugespielt wird, dass der Markt an KI-Tools komplett unübersichtlich ist, dass gefühlt jeden Tag ein neues dazukommt, für sich in Anspruch, noch besser zu sein, dass man in dem Wirrwarr an ChatGPT-Versionen auch nicht mehr durchblickt. Und dann kommt die Frage einfach, ist es schlussendlich nicht völlig egal, welches KI-Tool ich einsetze? Tim, hast du einen Favoriten, einen persönlichen? Also innerhalb der Arbeitsgruppe KI probieren wir natürlich viel mit allen uns zugänglichen Modellen aus. Die Unterschiede sind auch für Leute, die sich damit täglich auseinandersetzen, nicht gigantisch. Gemini zum Beispiel hat den großen Vorteil, dass es auf Google-Daten zugreifen kann und ist dann für so Sachen wie zum Beispiel eine FAQ erstellen deutlich besser. Claude soll, die zwei Wochen kann ich es jetzt persönlich noch nicht so wahnsinnig bestätigen, eine höhere sprachliche Qualität liefern als die anderen. Aber ob das jetzt einen riesigen Unterschied macht, weiß ich nicht. Ich glaube, die meisten sind mit ChatGPT gut unterwegs, mit dem Bezahl-Account. Das ist ein verlässliches Tool, das ständig mit neuen Funktionen überrascht und derzeit sicherlich mit ganz vorne steht. Ansonsten wird diese technische Selektion noch eine Zeit lang weitergehen und ich glaube, wir sind noch relativ weit davon entfernt, dass wir klare Sieger benennen können in diesem Rennen. Aber das kennen wir ja auch aus anderen technischen Revolutionen der vergangenen 20 Jahre. Da ist ein bisschen Geduld und Spucke gefragt. Wir sind auf der Hälfte des Weges. Und was mir noch wichtig wäre, ist, dass sie alle unterschiedliche Ergebnisse liefern. Also ein und derselbe Prompt führt zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen und zu unterschiedlichen Informationsschwerpunkten, auch in der Informationsaufbereitung. Das Thema, was du auch mal predigst, ist, aber das können wir vielleicht bei der nächsten Slide noch machen. Franzi, haben wir die noch oder haben wir schon Fragen im Chat, die wir jetzt vorziehen sollen? Ihr könnt gerne noch zu Ende machen. Ich habe noch zwei Fragen mitgebracht. Vielleicht schaffen wir eine davon. Deswegen beendet erstmal entspannt. Okay. Dann, Tim, erzähl uns was zum Thema Prompt Engineering.
Ja, tatsächlich ist der Prompt natürlich das entscheidende Mittel, mit dem wir bessere Ergebnisse aus den Systemen herauskitzeln. Und da gilt tatsächlich auch der Merksatz, je besser der Prompt, desto besser das Ergebnis letztendlich. Weil die KI natürlich noch nicht wirklich intelligent ist, sondern es sind ja alles Wahrscheinlichkeitsberechnungen, die da derzeit stattfinden. Also KI kann nicht antizipieren, sie kann nicht sich denken, was wir meinen, sondern wir müssen es ihr mitteilen. Und wir müssen ihr auch alles mitteilen, was sie nicht tun soll. Deswegen ist Kontext der absolut wichtige Kritikpunkt oder der absolut wichtige Punkt, wenn es um den Promptaufbau geht. Und der gute Prompt macht tatsächlich den Unterschied. Also wirklich lieber mehr Zeit, Mühe und Arbeit in den Prompt stecken, in die Promptentwicklung, anstatt mal schnell was hinzuschreiben, zu sehen, ach, das ist aber nicht das, was ich will, doofe KI. Nein, der bessere Prompt hätte wahrscheinlich auch zu einem besseren Ergebnis geführt. Wenn ich das kurz ergänzen darf, zum Kontext gehört eigentlich immer, aus welchem, wenn ich einen Text erzeugen möchte, aus welchem Blickwinkel wird er geschrieben? Also wer ist praktisch der Absender? Wer ist der Empfänger? Wer ist meine Zielgruppe? Welche Tonalität erwartet sie? Ja, und welchen semantischen Kontext muss ich dem Text mitgeben? Soll der Text informieren? Soll der animieren? Beispielsweise etwas zu bestellen, etwas zu kaufen, etc. Und welche Informationen sind unerlässlich? Also je ausführlicher, je aussagekräftiger der Prompt ist, umso besser wird voraussichtlich auch das Ergebnis sein. Vielen Dank. Super, vielen Dank. Wir sind on time. Vielen, vielen Dank. Vielleicht noch eine Frage, die ich mitgebracht habe aus dem Publikum. Kann ich KI-Tools trainieren oder auf einen bestimmten sprachlichen Ton einstellen? Vielleicht noch in einer Minute. Die haben wir noch und dann sind wir schon am Ende. Dass die Möglichkeit bieten natürlich die inzwischen hochgelobten Custom-GBTs, wie sie GPT oder OpenAI in der Vierer-Version anbietet. Das sind quasi eigene Instanzen innerhalb des GPT-4-Accounts, in dem eigene Dateien, Texte, Grafiken, alles Mögliche hochgeladen kann, um das System zu trainieren mit zum Beispiel der eigenen Tonalität. Da ist es zum Beispiel möglich, wenn man wiederkehrend, das ist vor allen Dingen für wiederkehrende Aufgaben, wenn man zum Beispiel Pressemitteilungen regelmäßig verschickt werden, lädt man 10 Beispiele dafür hoch, dann hat die KI schon gelernt, ist das aufgebaut, hat eine Tonalität, dann gibst du das Thema noch ein und hättest zum Beispiel schon einen relativ guten Ausgangsbasis für eine neue Pressemitteilung, die dann halt noch angepasst und ein bisschen überarbeitet wird, als so als ein Beispiel mal. Ja, und wem das zu so aufwendig ist, nachprompten hilft auch. Also wenn ihr einen Prompt eingebt und das Ergebnis ist von der Informationsaufbereitung gut, aber der Duktus stimmt nicht, dann bittet die KI an dem Punkt einfach weiterzumachen, den bestehenden Output zu nehmen als Ausgang für einen neuen Prompt und gebt der KI einfach ganz klare Anweisungen, inwiefern die Ansprache erneuert oder verändert werden muss. Wir haben damit ganz gute Ergebnisse erzielt. Super, damit sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank, Oliver und Tim. Es war sehr spannend. Wir schicken allen Teilnehmern die Slides am Nachgang zu. Und damit wünsche ich noch eine wunderschöne Mittagspause demnächst und eine schöne Restwoche. Vielen Dank an euch. Vielen Dank, tschüss. Vielen lieben Tschüss. Dank. Schönen Tag noch. Tschüss.